Ihr wollt wissen, wie es mit der obersten Etage weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Genau, wir hören uns an, wie die Maschinen da unten arbeiten. Ich wollte nicht runterfallen. Hallo? So, was ich vorhabe, ist einerseits den Spaß hier irgendwie noch runterbringen. Andererseits, und das wäre, glaube ich, sinnvoller damit anzufangen, den Spaß hier hochbringen. Da oben rein. Das geht natürlich genau auf diese Säule, ne? Und genau mittendurch. Es war so klar, dass das nicht passt. Ich glaube, ich muss die nochmal versetzen. Wahrscheinlich am besten so um so einen halben, oder? Oder ich setze die quasi daneben. Warte mal, kriege ich die da hingesetzt? Gucken wir erstmal danach. Kriege ich die? Ich kriege die nicht einfach daneben gesetzt, oder? Drehe ich die nur so, das ist doof. Das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Okay. Schade. Sonst hätte ich nämlich gesagt, können wir die hier einfach einmal quasi daneben setzen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal mit unseren Wänden arbeiten. Das gleiche haben wir dann auf der anderen Seite vor. Einmal dahin. Einmal dahin. Und wir ziehen das ein bisschen auseinander. Das ist nur noch die falsche Kategorie. Nehmen wir das hier. So. Dahin. Einmal suchen. Fertig. Das machen wir auf der Seite auch noch. Das geht ja Gott sei Dank mittlerweile schnell. Ich habe das ja jetzt raus, wie es funktioniert. Hallo? Hallo? Achso. Windows. Ärgert mich wieder. Dann ziehen wir den da runter. Weiter runter brauchen wir nicht. Dahin. Dahin. Und diese Runde hier einmal weg. Und genauso diese. So, dann haben wir das nämlich schön daneben gesetzt. Und haben hiermit kein Problem, dass das irgendwie da durchgeht. Dann schnappen wir uns diese Wand, setzen die dahin. Und jetzt wird es wieder lustig. Wie kriegen wir die Höhe richtig? Das sieht eigentlich nach einer guten Höhe aus, oder? Das probieren wir jetzt einfach aus. Dahin, dahin. Das geht nicht runter, ne? Das sieht gerade aus. Wenn das gerade aussieht, dann ist das auch gerade. So, das haben wir jetzt einfach mal so definiert und dann ist gut. Hier machen wir den Spaß. Einmal so. Und einmal so. Auch wenn die Seite hier immer noch totaler Quatsch ist, die überhaupt hochzubringen. Das ist ein Fachausdruck für Quatsch, das überhaupt hochzubringen. Dieses den hätten wir gerne. Und ziehen ihn dort rein und dort rein. So, den gleichen Spaß müssen wir jetzt noch auf der anderen Seite machen. Hey, da kommt nichts hoch, weil ich habe da noch nichts hingeleitet. Genau. Ich bin schon gewundert, warum geht denn das jetzt nicht? Dann fangen wir auch damit an. Ich glaube, es ist interessanter, oben das neu zu verkabeln, als hier unten das rauszuleiten. Weil, ne, das kriegen wir wohl hin, das irgendwie da hinzubringen, wo es hin soll. Deswegen kümmern wir uns lieber da drum. Das läuft schön hoch und ist dann oben angekommen. Dann gehen wir auf die andere Seite. Machen wir den gleichen Spaß.
Der heißt einmal hier. Den hin. Den hin. Den hin. Den hin. Ne, hier seht ihr auch das Problem, warum ich die hier nochmal verschoben habe. Das machen wir jetzt direkt wieder. Da habe ich nämlich vorher nicht drüber nachgedacht, warum ich das mit einem pseudo-französischen Akzent sage, weiß ich nicht. Aber wir wollen ja ein bisschen international sein, ne? Ja, Mr. International und so. Also. Okay, das dahin, du weg. Dann du weg. Und dahin. Dahin. Genau. Ich liebe mein Setup, wo irgendein Kabel falsch läuft. Ich weiß, das hört ihr euch schon ewig an. Aber hey. So ist es halt, ne? Ja. Ist die Höhe hier richtig? Ich hätte vorhin abzählen sollen. Das ist halt fies, ne? Wenn ich da hingucke. Guck mal. Probieren wir mit dem einen hier aus. Dann wissen wir mehr. Ja. So, guck mal, ich hier hochleiten will. Warte mal, ist das nicht mein Stahl? Den brauche ich doch gar nicht hier hoch. Ach, es läuft wieder. Was kommen da? Stangen. Und da kommt anderes Zeug. Ich brauche doch gar nicht mehr andere. Ich habe doch nur noch das Kupfer da hinten. Wo kam das Quietschen jetzt her? Wahnsinn. Ich brauche meine Liste, sonst komme ich nicht klar. Da bist du. Was brauchen wir denn noch da oben? Wir hatten... Wir waren doch nur noch bei den Copper Sheets, ne? Das hatten wir erfüllt, das hatten wir noch nicht erfüllt. Da haben wir erst... Okay, auf dieser Seite brauche ich die Löcher da oben gar nicht. Ja. Ich glaube, aber ich werde das trotzdem hier dran machen, einfach damit es ein bisschen schöner aussieht. Und dann überlege ich mir, was ich da drüber laufen lasse. Ah, wir machen das jetzt mal. Ja. Dann sieht das ein bisschen gleichmäßiger aus. Im Prinzip vollkommen bescheuert, was ich mache. Aber bescheuert kann ich halt auch gut, ne? So, dahin. Und dahin. Okay, alles geht hier rein. Und hier oben haben wir nur Copper Sheets, also Kupferbleche. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Wir haben 5 Reihen A2 Stück, richtig? 2, 4, 6, 8, 10. Ja, das stimmt. 10. Das heißt, hier oben müssen noch 85 von den Dingern arbeiten. 85. Ich habe hier 84 stehen. Das heißt, wir müssen erstmal in die Ecke die einen wieder umstellen. Müssen wir noch überlegen, wie ich die hier vernünftig anschließe. Du warst nämlich der. Wenn ich jetzt hingehe und sage, dich hätte ich gerne als Kupferblech und gebe dir 50% mehr. Und das gleiche mache ich da drüben. Also hier. 50% mehr.
dann habe ich ja letztendlich einen kompletten mehr. Muss bitte auch. So, da ist auch nichts drin. Damit käme ich ja hin. Dann hätte ich meine 85 voll, indem ich 84 gesetzt habe und zwei davon jeweils auf 50% mehr und so. Genau. Wir können aber hier nochmal nachzählen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 rein. Passt. Das sind 20, 40, 60, 80 plus 2, 82 plus 2, 84. Und zweimal halb. Passt. Okay. Das hätten wir schon mal. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie packen wir den Spaß da am besten rein. Denn wie viel brauchen wir denn? Wie können wir das denn am besten machen? Wir haben 1900, da können wir schon mal, ich habe gesagt, da unten sind 10, ne? Das heißt, da unten gehen schon mal 200 weg. Das heißt, wir haben noch 1700, die hier oben hochkommen. 1700. Ich habe keine Ahnung, in welcher Aufteilung. Ich weiß nur, dass die Linke am wenigsten hat. Klingt so ein bisschen nach dem Deutschen Bundestag. Wobei, da wäre mir lieber, wenn die Rechte weniger hat. So. Wir haben drei Leitungen. Für vier Sektoren. ...1700 durch 4. 425. Wir haben natürlich 480er Bänder. Das ist also auch schon mal blöd. Wenn wir 21 pro machen würden, beziehungsweise 21, ich könnte auch auf... Oh, das wäre vielleicht... Das ist nicht, nicht unbedingt smarter, aber... Ja, gut, sehr gut. Das macht es ein bisschen einfacher vom Aufbau her, weil dann können wir immer über die gleichen Werte reden. Und wenn ich das so mache, dann habe ich schön 125. Also, ne? Jeweils ein Viertel. Die Einstellung kopieren wir, kopieren die da rein. Dann funktioniert sogar das. Sehr gut. Okay, ich mache jetzt als erstes mal die Rezepte rein. Dann können wir weiter überlegen. So, dahin, dahin. Weil dann, also 425, das ist natürlich schon mal blöd. 425, wie kriege ich das denn am sinnvollsten gemacht? Also am besten wäre halt, wenn ich wirklich das so aufgeteilt habe, dass die 425 genau auskommen auf die einzelnen Apparellos. Ja, dafür müsste ich auch wissen, wie viel wo drauf liegt. Und das ist halt eher ein Problem, weil ich das nicht weiß. Wir können ja nochmal runterfliegen und gleich gucken, was wo drauf liegt. Wie gesagt, wir hatten 1900. 200 gehen weg. Müsste auch ziemlich genau passen. Ich glaube, wir hatten sogar 1950 und ich habe für das Kabel gedönst, dann eben, ja doch, dann habe ich auch die 50 weggenommen. Für die Drähte meine ich, nicht für Kabel. Ja. Jetzt gehen wir einmal runter und gucken, wo kommt unser Kupfer ins Spiel. Kupfer kommt hier rein. Nicht wahr? Genau. Okay,
Da müssen wir einmal. Moment. Wie sind die? Wir haben aus 52 Apparillos kommt das. 52 Apparillos. Moment, wie da die Raten sind. Kommt aus jedem raus. 37,5 und da vorne waren irgendwie 3 Stück Katerium. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Machen wir direkt wieder zu. So, okay. Dann haben wir. Wie war das denn jetzt? Genau, lauf mal darüber. 4 Stück waren Katerium, genau. Also hier haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mal 37,5 sind 750. Heißt, wir haben auf der Leitung 750 liegen, dann werden auch 20 hier lang gehen. Genau. 20 da lang, 20 hier lang. Und dann kommen die restlichen 12 dadurch. Ah ja, das war ja das, wo die Wand so richtig übelst kacke aussieht. Weil ich das hier mit dem, mit diesem. Warum stört mich das jetzt eigentlich so? Ich könnte doch einfach das ignorieren. Aber nein, ich will jetzt unbedingt hier einen Dreier hinsetzen, damit das so schön mit dem ausgeht. Einen hoch und den Spaß ein bisschen hinten rum, damit das hier vorne lang läuft. Warum muss das so sein? Warum muss ich jetzt so denken? Ach, Leute. Kriegen wir das denn relativ heimlich harmlos hin? Der? Wenn ich den nach hinten laufen lasse, kann ich den hochsetzen und dann wieder von vorne rein. Ich ignoriere es jetzt erstmal. Also, wir zählen aber nochmal nach, ob hier die 12 auf wirklich stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12 passt. Okay. Also wir wissen, auf der linken Leitung sind gerade mal 415. Ich brauche 425. Davon ziehe ich aber wieder 200 ab. Das heißt, wir haben zwei 750er Leitungen, die hier oben ankommen, irgendwo. Bum, bum, bum. What the heck? Ah, okay. Alles gut. Ich bin nur dumm, dämlich und denke nicht lange genug nach. So, kein Thema. Hätte ich mal hier irgendwas mal. Kann ich Schilder bauen? Schilder wären echt super. Guck mal, ich habe Material für Schilder dabei. Super, ne? So, wir setzen uns dort eins hin. Vergiss ich den Spaß nicht. Da setzen wir uns den Kupferbarren. Kupferbarren. Will ich auswählen. Die Farbe ist mir egal. So, hier haben wir, wir haben gesagt, 200 haben wir davon weggezogen. Das heißt, wir bleiben 250. Über. Jetzt mache ich Einstellungen kopieren. Hier kommt zwar eine andere Zahl hin. Einstellungen.
Einstellen und kopieren. Ja, wie ich wirklich vergleichen? Ah, ja. Okay. Hier sind aber 750 drauf. Stimmt das? Ich habe gesagt, 1700 müssten da noch ankommen, ne? Und 1500 plus 450 sind 1950. Ja, ist alles gut. Irgendwann, das sind ja allein schon 1000. So. Guck mal, ist doch ganz einfach. Hier kommen. Stimmt, 50 gehen da. Da unten gehen 250 weg, weil da haben wir ja auch noch die beiden. Hier kommen nur 200 an. So, jetzt passt es. 1700. Easy. Mann. Wenn ich jetzt. Ich habe gesagt, ich brauche 425, ne? Wenn ich die rechten beiden halbiere, ne? Also Splitter vorsetzen und dann einen links, einen rechts, dann habe ich doch 375 pro. 375, ne? Ja, dann habe ich 375 pro. Da fehlen noch 50 auf jeder Leitung. Wenn ich dann den linken in vier teile, also zwei Splitter und jeweils drei Splitter brauche ich, dann kriege ich das. Wir haben hier eine Logistikebene, die genau für sowas gemacht ist. Und wir machen die Logistik komplett hier in diesem Bereich. Das Einzige, was wir uns vornehmen, ist, dass dieses Ding hier da hoch weitergeht. Warum ich das mache, weiß ich nicht, aber es ist erstmal einfach nur, damit ich hier diesen Platz habe. Wahrscheinlich werde ich es bereuen, weil ich das am Ende in die Mitte leiten will, oder ich, vielleicht setze ich auch noch was oben drüber. Da bin ich mir noch unschlüssig. So, wir haben, fangen wir an, was haben wir denn? Wir möchten mit einem was ist denn, wenn ich mir das hier hinsetze? Ich muss überlegen, wie ich den Spaß nach vorne kriege. Moment. Was kommt denn dabei raus? Aus den 1900 mache ich nur 950. Das heißt, ich brauche letztendlich. Okay, das passt alles. Super, ich kann das oben laufen lassen und habe dann auch gar nicht so viel Platz weg. Also, ich packe hier. Der Satz macht keinen Sinn, das weiß ich. Passt schon. So, ich habe jetzt hier den Splitter, der für die 750er Leitung ist. Easy. Von da aus geht ein Band nach rechts, ein Band nach links. Wenn ich bei dem Band, das nach rechts geht, einen Merger draufsetze, lass mal den mal nach hinten laufen. Dann können wir vielleicht von hinten nach vorne arbeiten. Ja. Und dann setzen wir auch hier einen hin. So. 375 habe ich gesagt, ne? 270, 480. Ist vollkommen egal. Die splitten ja so oder so. Das heißt, ich ziehe den hier raus. Sage, liebes Band, du gehst bitte. Wo gehst du hin? Lass ich dich bis hier vorne gehen. Dich lasse ich bis hier vorne gehen. So, hier kommt der Spaß rein. Das ist das 750er Band. Es muss da und da jeweils 50 zugefüttert werden. Dieses Bild müssen wir einmal auf die andere Seite kopieren. Ich habe gesagt, das mache ich auf die Linie, genau. Dich nehmen wir und sagen aber, in die Richtung gehst du? Du gehst nach hinten. Du gehst nach dort. So.
Dann schnappen wir uns das Förderband, das geht da rein, das geht da rein. Du kommst hier hin, gehst so ein bisschen um die Ecke und kommst dahin. So. Dann haben wir die beiden 750er. Jetzt fehlt halt nur noch der Kollege. Und ich glaube, das Erste, was ich mache, ist, ich ziehe die... Genau. Ich ziehe die Bänder hier hin. Und zwar will ich das mittig haben. Zack, zack. So, und dann du bist quasi das erste Band. Mitte ist Quatsch. Wir holen 1, 2 zurück. So, zack, zack. So. Da haben wir die 750 aufgeteilt. Wir ziehen das gleiche Ding hier hin. Wir müssen jetzt gucken, da muss das kürzer sein. Du gehst dahin. Dann haben wir das auch schon mal drin. Jetzt kommt der schwierige Teil. Wie machen wir den am sinnvollsten? Ich glaube, das Beste ist, pass auf, wir setzen den Splitter einfach einen hoch. Wir ziehen jetzt von hier nach da ein Band. Von hier nach da ein Band. Und wie war es? Ich konnte den Splitter doch direkt da vorne dran setzen, oder? Hier. Zack. Da. Einloggen. Bam. Yes, that is my final answer. So, jetzt kann ich hingehen. Von hier dieses Band dort hochlegen. Das kuschelt sich da ein bisschen zusammen. Fällt mir nicht so ganz, aber geht. Und dann machen wir den Spaß nämlich so, dass genau. Denk mal drüber nach, das machen wir so nicht. Ich nehme erstmal alles in die Hand, muss dann nichts zu tun. Wenn wir jetzt hier hingehen würden, dann sagen wir, packen uns den Splitter hier oben drauf, der von da beliefert wird. Dann hätte ich nur ein Problem, wenn ich jetzt... Ich hätte gar kein Problem, wenn ich das hier mache. Also. Easy. Dahin. Und dahin. Dann können wir die Mitte rausnehmen. Können den hier mit da verbinden. Den mit da verbinden. Dann setzen wir uns ganz wunderbar einen... Will ich nicht runterfallen. Nicht immer so ein Quatsch hier. So. Wir setzen uns jetzt hier wunderbar einen hin. Wenn ich den jetzt natürlich auch etwas... Also, muss nochmal korrigiert werden. Aber wenn ich das nämlich jetzt einfach einen höher setze. Wenn ich das einfach einen höher setze. Kann ich dann... hingehen. Den nehmen. Ist ja genauso doof. Moment. Wenn ich das anstatt dort hier hinsetze, dann haben wir gleich wieder ein Autosave. Das warten wir jetzt erst ab. Also, mein Plan ist es,
mit dem Förderlift jetzt einen hochzugehen, oben wieder das, vielleicht dann auch direkt den Splitter dran zu setzen, da gucken wir dann. Und dann das wieder auf die, ne, über die anderen Bänder hinweg zu legen, quasi. Eins links, eins rechts und dann oben aufs Splittern zu lassen, sodass es da hinten dann reingeht. Das habt ihr ja schon gesehen. Das klingt mehr durchdacht, als es letztendlich geplant war. Ob das funktioniert, ist eine andere Geschichte. Ja, hier nach, frei nach dem Motto, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Du bist falsch. Ich möchte dich hier haben. So. Und ich möchte dich rein haben. Dieser Satz klingt auf so vielen verschiedenen Ebenen mega falsch. Aber es ist nicht so schlimm. Ihr versteht mich alle. So, den weg. Ein bisschen hin und her zittern. Und dann den anderen auch weg. Krieg ich das Menü mehrfach auf? Ja. Krieg ich den? Ja, den kann ich jetzt aber nicht hier oben ansetzen. Das heißt, den muss ich wirklich... Ne, auch da funktioniert nicht. Da muss ich wirklich ein Band setzen. Okay. Nicht Förderbanddurchführung. Ich will das haben. Ich will ein Förderband haben. So, und jetzt den Splitter. Wenn ich jetzt hier hingehe, den Spaß da auch mache. Einen drauf, noch einen drauf. So. Jetzt eben das, ne, Ding hier auf beiden Seiten fertig. Damit, wenn es dann nicht funktionieren sollte, ich auch möglichst viel zu korrigieren habe. Ne, also das hat schon einen gewissen Sinn, dieses hier aufzubauen. Weil ich weiß ja nicht, ob es funktioniert. Also baue ich das erst auf und sage dann, schauen wir mal. So, wieder. Nicht Fundament, Band. So, dahin. Du dürftest eigentlich von einer Ausrichtung her ziemlich gut dahin passen. Bam. Jetzt geht das dahin und dahin. Das heißt, es gehen dann nachher, wenn hier die Seite angeschlossen ist und alles läuft, gehen 200 da rein. Es gehen 100 da raus, werden da in 50 und 50 aufgesplittet, die auf die 325, die jeweils links und rechts hingehen, aufgesplittet werden. Und damit sind wir bei 375 und damit sind wir bei 425. Mann, als hätte ich einen Plan gehabt. Das, tut mir jetzt auch wirklich leid. Ich weiß, ich verspreche eine gewisse Art von Qualitätscontent. Und dieses Versprechen kann ich jetzt gerade nicht halten. Weil das, wie gesagt, zu geplant klingt. Wie sieht denn das jetzt aus? Wenn ich den hier so anschließe, geht der schief. Geht der... Oh, der würde sogar genau hier drüber passen. Oh Mann. Ich habe ein klein bisschen einen feuchten Schlüpper gerade. Das geht. Ich habe gedacht, also das, wenigstens das passt nicht, aber. Er tut mir ja auch leid. Ich weiß, ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Warum sage ich das jetzt eigentlich so ein bisschen mit Pseudo-Berlinerisch? Also an alle Berliner unter euch, tut mir leid. Ich kann das gar nicht. So. Dafür könnt ihr euch über mich kaputt lachen. Das ist euch auch erlaubt. Und sei euch auch gegönnt. Okay, somit habe ich das doch jetzt hier eigentlich ganz schön gelöst. Und hier, ne, den ignorieren wir. Hier und da haben wir für die beiden Seiten. Und da hinten haben wir für die anderen beiden Seiten. Und wenn ich jetzt hier lang fahre, fliege, dann habe ich meine 12,5, also 10, also ich habe 21,25 mal 20 sind 425. Meine Damen und Herren, ich habe Mathe gemacht.
Wunderbar. So. Das, vielleicht ist dieses Video auch einfach ein bisschen meine Entschuldigung für das letzte. Da war halt 5 Uhr morgens und ich musste meiner Frau ins Krankenhaus fahren. Das tut mir leid. Ich weiß, dass das nicht so toll war. Aber ich hatte den Kopf gerade ein bisschen woanders. Tut mir leid. So. Und jetzt? Oh, das wird ja immer schöner. Wird das immer schöner? Das wird immer schöner. Weil die Kollegen sitzen auch noch genau auf der Linie mit denen. Das heißt, ich kann den Spaß hier hochleiten. Ich gehe hin. Ich hab ja, muss ja. Ich weiß, damit sollte ich mal zum Arzt gehen. So. Oh, feuchter Schlüpper wird gerade nicht besser. Uiuiuiui. Da ist ja Wunderbärchen. Ich bin froh, dass ich mich für hier oben entschieden habe und nicht für da unten. Ich höre einfach auf zu reden. Die Sätze werden im Moment nicht besser. Schön. So. Wir ballern hier. Die werden wirklich nicht besser, die Sätze. Eieieiei. Passt auf. Aber ich zeige euch gleich, warum ich feuchte Stöpperchen habe. Denn wenn ich jetzt hier hingehe, den hier vorsetze, dorthin, kann ich da ein Loch setzen. Ne, den rette ich auch nicht mehr. Den rette ich auch nicht mehr. So. Da geht's rein. Und dann ist das genau in einer Flucht. Mit mehr. Oh ja. Runter. Bam. Mit dem hier. Es ist wunderbar gerade. Das kann da gerade rauslaufen. Das zweite Teil kommt genau hier neben. Dann kann das wunderbar da reinlaufen. Und ich habe... Oh, ich habe den auch noch genau in der Mitte sitzen. Oh, Leute. Mein Schlüpper, der verkraftet das doch gar nicht. So. Uiuiui. Guckt euch mal an, wie schön das ist. Das 3 von da hinten, das heißt, ich kann das, ohne dass ich oben rumbastel und laufe, einfach so hier wiederholen und habe kein Problem. Juhu. Da rutsche ich mir glatt die Hose kaputt. So, einmal dahin. Einmal dahin. Wir packen uns die beiden Kollegen hier unten. Und alles, was ich noch tun muss, da oben die Apparillos anschließen, abführen. Nee, das ist einfach. So, guck mal. Jetzt gehen nämlich hier überall die 425 wunderschön hoch. Ist das nicht toll? So, jetzt ziehen wir den Kollegen hier hin. Bam, da rein. Hier geht's weiter. Ich muss jetzt einfach nur noch hier lang fliegen, diese Dinger setzen, ein paar Bänder ziehen und mir dann Gedanken drüber machen, wie ich Strom dran krieg. So. Eine Sache muss ich mir auch noch Gedanken drüber machen und das ist dieser Knick hier. Nein, nicht dahin. Danke. Leite ich das jetzt oben einfach einmal rum? Also sprich, ziehe ich ein Band von da hinten hier vorne hin und lasse das laufen? Oder mache ich es wieder einen runter? Eigentlich habe ich die Logistikebene ja unten. Dann sollte ich das auch so tun. Damit habe ich mir meine Frage bedankt. Meine Frage selbst beantwortet, wollte ich sagen. So hätte ich es gerne, weil es geht alles immer schön in die Mitte. So. Dahin. 1, 2, 3.
5. So, hier muss ich einmal aufpassen. Wahnsinn. Ich muss den drehen. Super. Aber das kann ich hier auch direkt behalten, weil ich muss den hier auch gedreht haben. Und dann muss ich den wieder drehen. Eieiei. Mit dem Drehen ist aber echt ein anstrengend. Ja? Da muss man auch drüber nachdenken und... Eieiei. Aber da hat sich gerade ein innerer Monk so richtig, richtig, richtig gefreut. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Aber ich war da schon recht glücklich drüber. So. Aber manchmal kann man mir auch mit kleinen Sachen Freude machen. Irgendwelche blöden Sprüche über Badezimmer, Spiegel, morgens. Verkneifen wir uns jetzt, ja? Wir sind einfach mal nett zueinander. So. Dahin. Dahin. Und diese zwei. So. Jetzt können die Kollegen hier. Du gehst da rein. Du kommst da raus. Du kommst da raus. Und du gehst da rein. Tick, 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 tick. Sehr schön. Du kommst da raus. Und du gehst da rein. Und hier gehst du rein. Und du da hinten gehst raus. Okay, das haben wir. Jetzt. So, hier haben wir jetzt noch ein paar. Nämlich. Du gehst dahin. Nein. Du gehst dahin. Und da drüben, bevor wir es vergeigen. Weil dann braucht man nur noch. Hier oben zumindest. Gleich Bänder. Aber wir machen jetzt. Er ist unten. Den Spaß fertig. Dorthin. Ich lasse ihn hier oben lang laufen. Ob das eine gute Idee ist, sehen wir später. Sollte aber eigentlich. Zur Not kann ich das noch ändern. So, dahin. Bisher war das ja immer so, ja, die Zahlen wäre schon irgendwie passen. Ne? Also, das ist ja alles für ein Problem. Aber hier ist ja jetzt so mega. Also da kann ich echt behaupten, ich bin da relativ stolz drauf, dass das hier funktioniert. Ja. So. Das sieht wirklich gut aus. So, jetzt haben wir das. Wir fangen da drüben an. Und ich sag mal, wir gehen in diese Richtung zuerst. Ich glaube, hier haben wir auch angefangen. Die Zeit. Ach, die Zeit. Wir haben noch ein paar Minuten. Das heißt, das hier werden wir noch abschließen. Strom kümmern wir uns beim nächsten Mal wahrscheinlich dann drum. Würde ich sagen. Oder ich meinen Strom legen kann ich ja selbst machen. Und dann mache ich auch am Wochenende unten noch die sowieso Material holen, weswegen wir eh wieder nutzlos Zeit verlieren. So, dann fliegen wir mal hier runter. Jetzt sieht eigentlich schon faszinierend aus, oder? Mich stört gerade ein bisschen, dass
dass das stockt. Warum? Kommt nicht genug da hinten. Das muss ich mal eben nachgucken, aber alle grün. Okay. Scheinbar produziere ich mehr, weil hier sind auch alle grün. Hat. Ja, die gehen auch genau raus. Also, warum das da so stockt, weiß ich nicht. Sind hier unten auch alle grün. Das sieht alles mega gut aus. Also bisher ist das hier so die effizienteste Fabrik, die ich jemals gebaut habe, habe ich das Gefühl. Alles andere ist immer so, ich sag mal 99% oder sowas. Aber das hier sieht wirklich so aus, als wird das, was gebraucht wird, auch wirklich gemacht wird, auch wirklich weggeschafft. Hier ist auch schon wieder voll. Wie sieht denn das hier drüben aus? Der ist... fertig. Lassen wir jetzt so hier, das funktioniert. Eigentlich müsste ich jetzt für die ganzen Zwischenprodukte immer mal wieder ein paar, wie heißen sie hier, Schredder hinsetzen. Wo war ich? Damit, vielleicht glaube ich. Damit das hier auch wirklich effizient weiterläuft. Aber, naja. So wichtig ist das ja auch nicht, ne? So, das hätten wir. Dann machen wir uns an den Kollegen ran. Und der Spaß geht hier los. Ist auch schön, dass dann ich solche Kreise bauen kann. Dass der die Übertakteten direkt am Anfang sind. Natürlich auch hingehen können, das irgendwie nur auf einen machen. Aber so passt es ja hundertprozentig perfekt. Besser geht's ja gar nicht mehr. Kann ja auch mal klar sagen, ne? Weil wir benutzen jetzt pro Quadranten wirklich genau das, was da ankommt. Weil sonst wäre die Geschichte noch beschissener geworden. Da hätte ich irgendwie gucken müssen, dass zwei Leitungen 450 und zwei Leitungen 400 haben und nicht 425. Alles doof. So. Wir fangen hier an. Jetzt könnte ich überlegen, hier muss ich aber wieder anfangen zu rechnen, wie viel ich hier habe und wie viel ich kann. Muss ich mir überlegen, wie mache ich das jetzt mit den weiteren Produkten. Weil ich habe definitiv mehr Quarzkristalle, als ich brauche, um hier drei verschiedene Produkte zu machen. Hier läuft es schön durch. Also drei verschiedene, vier verschiedene. Wobei die einen habe ich ja quasi schon. Ich möchte ja einen Teil normale Rebars haben, einen Teil von den Explosive und einen Teil von den haben noch drei verschiedene. Okay, Betäubungsstachel und Scherbenstachel. Genau, also ne, ich möchte ja die alle drei haben. Deswegen, da ist halt auch noch ein bisschen rum zu mathematisieren. Das werde ich aber auch noch mal in diesem wunderbaren Berechnungstool machen. Den Production Planner. Der mir eigentlich nur beim Ausrechnen hilft, letztendlich.
Dann müssen wir gucken, was wir von dem ganzen Quarz überhaupt verbrauchen und den Rest werden wir dann irgendwie, genau, schreddern. Wahrscheinlich schreddern. Oder können wir da noch was machen? Kann man eigentlich aus Quarz? Hier, Quarz. Genau, Quarz-Oszillatoren. Ich wollte den Quarz-Sand haben. Schade, den Quarz-Sand kann ich also nicht direkt aus Quarzkristallen gewinnen. Das wäre natürlich schön gewesen, weil dann könnte ich daraus sowas machen. Damit kann man ja auch wieder was anfangen. Brauchen wir auch noch für irgendwas. Interessant wird nochmal eine Kupferquelle finden hier, weil wir brauchen definitiv für diese Nuklearpasta, die wir ja auch irgendwann brauchen. Na, hier oben haben wir noch was zu tun. Brauchen wir halt Kupferpulver. Kupferpulver machen wir aus den Dingern. Das heißt, wir müssen nochmal eine Kupferquelle finden. Das heißt, der Spaß, der wird sich nochmal ein bisschen wiederholen. Wobei ich da überlegen könnte, mit der Gießerei mal zu arbeiten, weil da kriege ich halt auch 100 pro Minute. Das heißt, da können wir richtig ballern. Also, ne? So, wir haben den Spaß jetzt drin. Wir haben wieder unsere 50-Minuten-Marke überschritten. Das ist auch wunderbar. Ich schließe die Dinger jetzt ans Stromnetz irgendwie an. Und so. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.